Jetzt geht es mir um Logos. Ich platziere zuerst ein Adobe Illustrator Logo. Ja, Sie haben richtig gehört, ich kann in Affinity Publisher Beta Illustrator Files platzieren. File, Place. Und wie Sie sehen, habe ich hier ein Illustrator File, ein .ai File, also ein natives Adobe File. Ich öffne es und ziehe das hier auf. Also das geht schon mal. Jetzt schließe ich das, weil ich noch etwas anderes möchte. Ich könnte auch hierüber Place Image, dann wähle ich dieses File aus. Das ist ein Logo, das habe ich extra in Affinity Designer erstellt, also im Programm, im Vektorprogramm von Affinity. Ich öffne das, ziehe das auch relativ groß auf und irgendwie sieht dieses Hellblau auf dem Grau nicht schön aus. Jetzt Doppelklick auf das Logo, das geht in einem neuen File auf. Ich könnte jeden einzelnen Buchstaben könnte ich jetzt hier unten, wie Sie sehen, das Zürich, das R könnte ich auswählen. Ich schließe das mal wieder. Jetzt muss ich einfach alles auswählen. Ich gehe hier in meine Farben und sage vielleicht, ja, ich möchte das in dieser Farbe. Nein, doch vielleicht lieber in Gelb. Dann schließe ich das wieder und das Logo wurde geändert. Und genau so wird das Zusammenspiel am Schluss sein, dass ich Bilder, Logos und Texte eigentlich in einem Programm anbieten kann und dies dann auch in einem Programm ändern kann. Das funktioniert noch nicht so perfekt, also noch gar nicht, aber das kann ich so ein bisschen zeigen. Auf das Ganze können wir wirklich gespannt sein, wie das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Affinity-Programmen am Schluss sein wird.